Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir haben in der letzten Folge noch unseren Waschzuber hier gemacht. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen Weg drumherum machen. So, dass da keine Pflanzen drin wachsen. Ja, die Gegend sieht ein bisschen kahl aus, aber wir haben jetzt Felder. Zwei Stück. Was wir auch noch bräuchten, das könnte ich mal hier hin machen. Ich muss gerade mal gucken, ob wir das überhaupt schon machen können. Landwirtschaft. Ja, können wir. Wir brauchen aber Holzstämme. Okay, wir holen gerade mal Holzstämme. 8 Stück. Weil da kann ich dann Dings reinwerfen. Ich habe keine Axt mehr, ne? 2 Steine brauchen wir. Ein Stein, 2 Stein. So, was waren das? 8, ne, die wir brauchten. Einer, 2. 3, 4. Wir tragen zu viel. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber gut. Machen wir das gerade mal dahin. So, dann holen wir mal die nächsten 4. Ich muss gleich noch was essen, sehe ich. Und wir müssten dann gucken, dass wir zum Winter hin nochmal besser mit Kleidung versorgt sind, ne? Und ich muss was essen, sagte ich, glaube ich, schon. 6 Fleisch, Kohl, Salzstangen können wir mal noch essen. Bringt nicht viel, ne? Aber das Trockenfleisch bringt einig. Was trinken? Ja. Ich bin dabei, meine Liebe. So, das hätten wir. Holen wir noch die anderen 2 Stämme und dann können wir hier nämlich die anderen 4 Stämme, dann kann ich hier nämlich schon mal den Kompost dahin bauen. Weil da können wir dann selber Dung herstellen und damit dann auch Dünger. Zumindest wenn ich die Scheune habe. So, vorausgesetzt wir haben was, was wir da reinwerfen können. Aber da kriegen wir noch. Da können wir jetzt noch Pilze sammeln. Ich weiß gar nicht, warum es hier so viele Gallenröhrlinge hat. So. Birkenmilchlinge, die können wir mal reintun. Gallenröhrlinge können wir reintun. Den Kohl tue ich mal nicht rein. Hat man noch irgendwas gefehlt zum Kohlsuppe machen? Zwiebeln, ne?
Kann das sein? Suppen, Kohlsuppe. Ach, Technologiepunkte haben wir noch gefehlt. Ah, da, das war's. Dann kann ich aber zumindest mal das Fleisch noch braten. Dass wir was zu essen dabei haben. Dann packe ich den Kohl raus. Dann mache ich den ins Lebensmittellager erstmal. Und dann gucken wir, dass wir die Technologiepunkte kriegen. Dass wir da noch dass wir da das Ganze dann noch so, cool. Okay. Wir haben 10 Uhr. Ich überlege gerade, wir könnten auf jeden Fall nach Piastovia gehen und mal dort noch die fehlenden Sachen holen. Und dann gehen wir vielleicht am morgigen Tag nach Konika, oder wie heißt das? Klonika, genau. Ups. Wir haben das Jagdgebiet Taube entdeckt. Haben wir den schon geplündert? Ah, könnte sein, dass wir hier schon waren. Ich wurde extra nochmal darauf hingewiesen, dass ich hier ganz genau gucken muss. Aber ich denke, oh, Pfeile. Okay, haben wir doch übersehen. Das haben wir. Die sind leer. Hier hatten wir, glaube ich, auch alles. So. Da kann ich nicht reingucken. Wir gucken noch mal extra ganz genau. Dann kann ich auch nichts mitmachen. Die ist leer. Aber ich denke mal, da haben wir noch einen Speer. Aber manchmal lohnt ein zweiter Blick doch noch. Da war doch gerade was. Ach, ein Stock, okay. Ja, auf Stock kann ich zur Not noch verzichten. Ach, das ist wahrscheinlich das Dach, was darunter gekommen ist. Das ist aber auch alles leer. Das ist noch ein Stein. Leer, leer. Okay, scheint alles komplett leer zu sein. Noch irgendwas übersehen? Da geht's noch hoch. Hier ist aber nichts mehr. Okay.
So, da hinten ist der Ort. Ja, wenn wir jetzt Sommer hätten, dann hätte ich jetzt noch Beeren sammeln können. Ich meine, ich muss dann jetzt eh erst nochmal die... Dings machen, die Scheune. So, das war das Wort, was ich suchte. Oh. Riesenschirmlinge nehmen wir natürlich mit. Einfach schon, weil wir die natürlich sehr gut verarbeiten, zu Dünger dann verarbeiten können. Ne? Also zu Verdorbenem, sagen wir es mal so. Ja, ein paar Gebäude brauchen wir definitiv noch zeitnah. Das ist einmal eben, wie gesagt, die Scheune. Das ist das Materiallager. Das ist auf jeden Fall eine Schmiede. Und eine Näherei. Oh, es gibt wieder neue Aufträge. Einige betrunkene Übeltäter, 30 Steinpfeile. Müssen wir an Dervan abliefern. 30 Steinpfeile sollten wir hinkriegen. Da brauche ich eine Jagdhütte, ne? Oder eben die Schmiede. Ich glaube, die nehmen wir mal an. Ab in die Federn. 66 Federn sollen wir abliefern. Machen wir auch. Jage Wölfe. Karottenfleisch. Ne, den nehmen wir mal nicht an. Das weiß ich nämlich nicht, ob ich das hinkriege, diese Jahreszeit. Ach genau, ich wollte die Sachen aus der Lagerkiste holen. Jetzt weiß ich es wieder. So, Eimer, zwei Holzhämmer, eine Kupferhacke, Kupferhammer, Kupfermesser, Kupferschaufel und drei Steinäxte. Das ist ja mal cool. Wir sind dezent überladen. Der Wahn. Für dich habe ich aber, glaube ich, gerade nichts, ne? Bist du eigentlich Händler? Nee, Sedovin ist kein Händler. Ich glaube, die Steinäxte verkaufe ich gerade mal. Weil die habe ich schnell selber gemacht. Hi. Imislava. How have you been? Zeig mir mal deine Ware. So, die Federn brauchen wir. Die Holzschalen brauchen wir. Den Stein darfst du haben. Genau, den Steinspeer, die Steinaxt, alle drei. Vergiftete Eisenpfeile behalten wir mal noch. Holzhammer habe ich auch schnell selber hergestellt. Die Holzhacke kannst du erstmal haben. Den Rest behalte ich, glaube ich. So, wir haben 98 Taler. Das ist nicht die Welt. Best prices in the area. Ja. Hope to see you soon. Hope to see you soon. So, jetzt sind wir zumindest wieder zügig unterwegs. Küche. Die Küche werden wir auch nochmal irgendwann brauchen, aber das hat noch Zeit. Weil wir, wobei ich kann da bei... Da könnte ich natürlich schon Sachen verarbeiten, die Mehl brauchen, ne? Also wir brauchen jetzt erstmal Federn, aber ich muss erstmal Platz im Inventar schaffen. Federn und... Was war das andere? Pfeile. 30 Steinpfeile.
Das heißt, da brauche ich die, wie gesagt, die Schmiede. Oder die Jagdhütte. Ist jetzt die Frage, ne? Schmiede hat den Vorteil, sobald ich die passenden Technologiepunkte und Rezepte habe, muss ich mal gucken, ob ich die Schmiede überhaupt schon bauen kann. Wenn ja, hat das natürlich den Vorteil, dann kann ich im Prinzip alles an Material, also auch an Kupferwerkzeugen und so herstellen. Und ebenfalls Kupferwaffen. Weil wir sind ja direkt neben der Mine. Aber die Birkenmilchlinge waren mal immer so ganz vereinzelt, nur. Jetzt sind die haufenweise. Da hat sich schon ein bisschen was geändert von der Pilzansammlung her. Hier sah man, sonst nie auf so riesigen Flächen. Hier mal einer, dort mal einer. Wobei ich das jetzt nicht schlecht finde, ne? Dass sie so dicht beisammen sind. Im Gegenteil, finde ich gut. Dann können wir jetzt nämlich gleich nochmal eine ganze Menge Pilze in die Kiste werfen. Und dann müssten wir zum Winter hin, denke ich mal, die Scheune bauen. Im Winter haben wir da noch mehr Zeit für Quests und so. Auch für die Story, für die Story-Quests, genau. Jetzt machen wir gleich das Inventar ein bisschen leerer. Ja, so wie ich mitgekriegt habe, war mir so noch gar nicht aufgefallen, ist das komplette Verhältnis, also was jetzt die Jäger an Fleisch, an Fell, an Leder und so bringen, das hat sich alles komplett geändert mit dem Update. Das erklärt auch, warum ich auf der anderen Map, also auf Staffel 2, auf der alten Map, plötzlich so massive Probleme habe, dass mir die Sachen ausgehen. Weil das natürlich alles jetzt nicht mehr passt vom Verhältnis her. Ein neues Level Überleben, sehr gut. Überlebenskenntnisse unempfindlich. Bessere Temperaturtoleranz, das leveln wir mal. Den Überlebenssinn haben wir, stark wie eine Eiche, ne, unempfindlich machen wir, weil das ist etwas, was ich zumindest jetzt zum Winter hin definitiv brauchen werde. Wie sieht's hier aus? Ja, wir haben noch Platz in der Kiste, das ist gut. Oh, die Bettdecke kann ich verkaufen, ne? Sehe ich gerade. Die Tonbecher kann ich verkaufen. Die Weidekiste kann ich verkaufen. Das packen wir mal. Das passt nicht rein. Den Eimer tun wir da mal hin. Kupferhacke brauche ich gerade auch nicht. Kupferhammer auf jeden Fall mal einen. Kupfermesser. Also passt vom Gewicht her nicht. Okay. Die Bierflaschen könnte ich noch verkaufen. Die Bretter brauchen wir noch für irgendeine Quest.
Dünger. Federn, die brauchen wir. Sehr gut. Kupferhammer. Passt immer noch nicht. Wobei, die Bretter kann ich jetzt nehmen. Dann mache ich mir ein Fass oder eine Kiste oder irgendwas. Force House. Oder ein Weidekorb. Das ist noch nicht freigeschaltet. Dann machen wir mal einen Weidekorb dahin. Passen immerhin 15 Kilo rein. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ich habe 9 Fackeln. Da können wir mal auf jeden Fall 7 von wegtun. Kupfer haben wir, wie gesagt, einen. Kupfermesser eines. Kupferschaufel würde ich mal reintun. So, da haben wir schon mal ein paar Kilo raus. Bilsenkraut, Breitwegerich, Gänseblümchen, Löwenzahn tun wir mal rein. Die Holzschalen packe ich mal rein. Stöcke packen wir auch mal rein. Zumindest die, die reinpassen. Wobei, Moment, Stock machen wir nochmal raus. Dann gehen wir hier auf den Weidenkorb. Machen da mal Stöcke rein. So. Wir brauchten eine Schmiede, ne? Genau. Kann ich die schon bauen? Das wäre die andere Frage. Produktion, Schmiede. Ne, fehlen mir noch Technologiepunkte. Okay, damit hat sich die Frage auch geklärt. Tierhaltung, Gewinnung. Brunnen können wir bauen. Wo haben wir denn Jagd? Da, bei Jagd unter Umständen. Eine Jagdhütte, die kann ich bauen. Muss ich nur gerade mal gucken, wo bauen wir denn die hin? Ich glaube, die mache ich mal da vorne aufs Eck. Jagen sollen die dann eher in der Richtung da oben. Dann bauen wir da mal die Jagdhütte hin. Hier ist doch irgendwo eine Abzweigung, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Habe ich falsch in Erinnerung. Dann machen wir die einfach hier hin. Das Gelände ist zu uneben. So. Wir brauchen wieder Steine, nehme ich an. Dann haben wir das. So, wir brauchen 8 Stämme. Und gleich brauche ich wieder 2 Steine. Haben wir noch einen Stein hier? So. 1, 2. Kräfte gerade schon mal eine Axt. Brauchen wir eh bald. Ja, brauchen wir. Hier sind fast nur Birken gerade, ne? Eins,
2. So, 6. Dann haben wir die ersten 8. Weil dann können wir gleich mal ein paar Pfeile bauen. Da brauche ich eh auch die Federn. Stöcke brauchen wir. Habe ich aber ja zur Not eine ganze Menge. So. 8 Stämme. Und wir stinken schon wieder, aber das ist egal. Das stört nicht weiter. So, da haben wir jetzt aber den Kupferhammer und wir haben noch wieder Fähigkeiten gekriegt. Oder hat... Achso, das hatte ich nicht fertig gelevelt. Hahaha. So, dann machen wir nochmal Temperatur. Vielleicht reicht dann auch unsere Kleidung, die wir haben, für den Winter aus. Das wäre natürlich auch schick. Stöcke brauchen wir noch. Stämme brauchen wir noch. Und Stroh brauchen wir. Gerade mal zu Atem kommen, die Dame. So, haben wir Stöcke dazu gekriegt. Birken sind echt die am wenigsten effektiven. Bäume. Das muss man schon ganz klar sagen. Die sammeln wir auch direkt mit, wenn wir schon hier sind. Ja, müssen wir ein bisschen Kahlschlag betreiben, ne? Ich will ehrlich gesagt ungern jetzt schon einen Bewohner ins Dorf holen. Wäre, wenn, dann Holzfäller tatsächlich. Aber eigentlich... So, 6 Holzstämme haben wir. Wie viel brauchen wir? 1... Mindestens mal 8. Ne, mindestens 12. Wenn wir für jede Wand und für jedes Dachteil einen brauchen, brauchen wir mindestens 12. So, gehen wir erstmal abliefern. Dann können wir jetzt gleich tock, 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 tock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann noch fürs Dach.
Ah ja, Stöcke haben wir jetzt auch genug. 30 Steinpfeile. Zwei Stämme brauchen wir noch. Und Stroh. Habe ich Stroh dabei? Ja, aber nicht viel. So, wir brauchen noch zwei Stämme. Die können wir hier direkt. Da müssen wir noch Stroh besorgen. Da muss ich mal gucken, ob ich welches habe. Oder... Halt, nicht weglaufen. Oder... Achso, da brauchen wir auch noch Stämme, oder? Oh ja. Nee, da brauchen wir keine Stämme, nur Stücke. So. So, wir brauchen... Ich muss gerade mal gucken. 3 mal 8 sind 24, 27 Stroh. 27 Stroh. Das sollten wir noch hinkriegen. Dann trinken wir auch direkt ein Schlückchen. So, 16 Kilo haben wir schon drin. Das ist schon mal neues Level Produktion. Sehr schön. Brauchten wir, ne? Ich wasche mich jetzt gleich auch, bevor ich was esse. Oder bevor ich in die Verlegenheit komme, was essen zu müssen. Oh, haben wir hier keinen Stroh mehr? Dann gehen wir kurz darüber. Weil ich bin dreckig und wenn ich dreckig bin und was esse, dann ist das nicht gut. So, waschen wir uns, dann machen wir den geschwind noch fertig. So, dann kann ich nämlich auch gleich unbesorgt was essen, ohne mich zu vergiften. Und dann liefern wir morgen die Pfeile ab, liefern die Federn ab und gehen nach Klonika. Den nehmen wir direkt noch mit. Dass wir Dünger haben oder Material, um Dünger herzustellen. Wie gesagt, dann können wir in Ruhe im Winter die Scheune bauen. Muss ich mal gucken, wo die hinpasst. Und dann können wir das nämlich auch zu Dünger verarbeiten. Und brauchen den nicht teuer kaufen. Das ist nicht unerheblich, was das spart. Wie viele Gebäude können wir eigentlich im aktuellen Level bauen? Das würde mich mal interessieren. Das müssen wir gleich mal gucken. Ob ich da schon das volle Häuserlimit voll habe? Also voll die 140 oder ob ich das langsam aufbauen muss? So, die Jagdhütte haben wir gebaut. 30 Steinpfeile. Schema kaufen. Nicht genügend Rohstoffe. Steine brauchen wir noch. Das macht Sinn. 2. Ob
brauchen 6 Steine. Wenn wir beim Steine suchen auf Steinpilze treffen, nehmen wir die natürlich mit. Die Hälfte haben wir. Stöcke brauchen wir bei Survey auch. Von dem her macht das Sinn, dass wir die auch gerade noch sammeln. Vier Steine, 5 Steine, 6 Steine. Sehr gut. 31 Stöcke, das passt auch. So, jetzt können wir die Pfeile herstellen. 30 Stück. Wird gerade mal kurz dunkel. Federn sollten wir auch genug haben. Sehr gut. Dann können wir mal schlafen gehen. Und damit beenden wir dann, würde ich sagen, auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich esse gerade noch einen Happen. Und ich muss noch Dings verteilen, sehe ich gerade. Trockenfleisch. Gebratenes Fleisch. Achso, und Dings verteilen. Fähigkeiten. Produktion. Handwerkliches Können. Baumeister. ...10% Erfahrungsgewinn bei Nutzung der Arbeitsplätze in der Werkstatt und der Schmiede. Ich glaube, dann gehe ich lieber auf Baumeister. Wir haben 2 Punkte zu vergeben, das ist schon mal gut. Handwerker, verputzte Wände. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall. Technologie haben wir auch was freigeschaltet. Kräuterhütte haben wir freigeschaltet. Das heißt, wir können Heiltränke selber machen. Der Feldschuppen ist freigeschaltet. Scheune haben wir, wie gesagt, auch. Da sind wir noch bei der Werkstatt. Da kommt erst die Küche. Und dann die Schmiede. Okay. So, das haben wir jetzt schon mal. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade mal schlafen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Tag natürlich. Ja, und damit beenden wir, wie gesagt, die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen und ja, in dem Sinne. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.